Jetzt ist ja Ihre Parole, Kurz muss weg. Ist das eigentlich Ihre persönliche Rache, weil der Kanzler Sie damals entlassen hat im Jahr 2019? Ich finde das total interessant. Und jetzt frage ich Sie, bei welchem anderen Politiker versucht man, ein psychologisches Motiv wie das, was Sie ihm jetzt unterstellt haben, in den Vordergrund zu stellen? Naja, aber es gibt auch niemanden, der Kurz muss weg in so einer Deutlichkeit wiederholt. Aber wie Sie da könnte man doch sagen, dass zum Beispiel der Misstrauensantrag damals gegen die Regierung Kurz, eingebracht im Übrigen von der SPÖ mit der Klubobfrau Frau Reindl-Wagen, dass es ein Racheakt gewesen ist, weil sie nicht mehr Gesundheitsministerin ist. Dass diese komischen Purzelbäume, die der Herr Wöginger da im Parlament schlägt, dass das jetzt ein Racheakt ist, weil er sich mit der Frau Maurer herumschlagen muss und so weiter. Also wogegen ich mich wehre, ist, dass man nicht auf den Inhalt schaut, sondern dass man vollkommen das Gleis wechselt und auf eine Beziehungsebene schaut. Der Inhalt spielt dann keine Rolle mehr. Noch dazu schaut man auf eine Beziehungsebene, wo man der Sache nach falsch analysiert. Ich habe keinen Hass gegen den Herrn Kurz. Das Einzige, was ich mache, ist, ich nehme ihn ernst, indem ich die Dinge, die er von anderen verlangt hat, die Regeln, die er in anderen Zusammenhängen aufgestellt hat, die bringe ich gegenüber ihm und seiner eigenen Volkspartei selbst zur Anwendung. Ich kann mich noch erinnern, wie der Herr Kurz wegen jeder Kleinigkeit in der Freiheitlichen Partei gesagt hat, das ist widerlich. Irgendein Futzerl-Gedicht von einem Stadtrat hat ihn fast zum Auszucken gebracht. Jetzt höre ich nichts, was in seinem Laden drunter und drüber geht und ich sage einmal, letztklassige SMS, wo nur Verachtung so herausrinnt, muss man schon fast sagen, ja, gegenüber der Kirche, gegenüber Institutionen dieses Landes. Das ist ja alles das türkise Karrieristennetzwerk. Da habe ich nichts gehört, dass da Linien jetzt überschritten worden sind, rote Linien, dass das alles ganz widerlich ist und so weiter. Und die Medien lassen ihn auch in Ruhe. Der müsste sich da jeden Tag erklären. Das sind doch seine Haberer, wie man sagt. Ja, mit denen er wahrscheinlich ansonsten beim Herrn Ho zusammensitzt, die diese Chats miteinander austauschen. Wo ist denn jetzt die Aufregung? Sehen Sie, und das lasse ich mir nicht gefallen, sondern da nehme ich das, was er gesagt hat, her. Und wenn es jetzt einfach auf ihn an, und das heißt, jemanden ernst nehmen, wenn man das tut. Würden Sie eigentlich eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnen, dass Sie definitiv in keine Koalition unter einem Bundeskanzler Kurz gehen? Sie können mir auch so glauben, da braucht es keine eidesstattlichen Erklärungen dafür. Die neue ÖVP, die Türkise, hat es ja mit dem Herrn Blümel auch schon zustande gebracht, auch noch die eidesstattlichen Erklärungen, ja, also quasi zu einem Nullum zu machen. Ja, das ist ja auch etwas, was schon entweiht worden ist. Definitiv keine Koalition mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ja, Sie werden sehen, es werden sehr bald Kräfte in der ÖVP frei, die selber dafür sorgen werden, dass diese türkise Blase dass die ihr Ende findet politisch. Ich glaube, das wird in den kommenden Wochen und Monaten wird das passieren, weil ich kenne sehr viele alte, gestandene Schwarze. Ja, draußen auch aus den Bundesländern, die haben es ja satt, mit einer Situation konfrontiert zu werden, wo diese türkisen Karrieristen, und zwar im Namen der österreichischen Volkspartei, das darf man ja nicht vergessen, einer Partei, die im ländlichen Bereich gut verwurzelt ist, die in der Kirche gut verwurzelt ist und so weiter, die im Namen der österreichischen Volkspartei da ihre Machtgelüste ausleben, ihre krummen Geschäfte machen und sozusagen am Staat und am allem, was sozusagen für das Funktionieren des Staates wichtig und heilig ist, herumtrampeln. Da gibt es ja viele, denen steht es bis hierher. Und ich glaube, da wird sich der innerparteiliche Widerstand noch deutlich verstärken.